Gut, dass ich den Soundtrack habe. Die zweite Reise im aktuellen Spielzustand beginnen. Die zweite Reise kann auch später vom Schrein Leuchtfeuer begonnen werden. Dann drücke ich mal auf Nein. Das heißt also, ich kann wohl noch rumlaufen. Mal gucken, ob ich zu dir rüberkommen kann. Feuerbandschrein! Erstmal hinhocken. Ha, zweite Reise antreten. Ofen, erste Flamme. Boah, nice. Zeichen ist beim Feuer gelegt. Mhm. Gut, ich glühe. Bin gerade echt am Überlegen, ob ich nachher wirklich, wann ich die zweite Reise antrete. Weil ich finde den Boss eigentlich schon relativ geil, dass ich da wahrscheinlich durchaus öfter gerne mal helfen würde. Ich bin ach, da oben schon. Ja, ich suche gerade, aber ich kann hier niemanden rufen. Ja, die einzigen Leute, die ich auch rufen konnte, die hatten alle was mit Arno Londo zu tun. Also scheinbar deswegen, weil ich auch der Fürst von Londo gewesen bin, weißt du? Dass sie mir deswegen geholfen haben. Are you ready? Jo. Au. In your face. Alter. Wow. Ja, Alter. What the shit? Alter. Was geht mit dem bei dir ab? Hast du vielleicht irgendwann mal irgendwas in Dexterity geskillt oder so? In was? In Dexterity, Beweglichkeit. Ja. Drauf 43. Ich glaube, das erklärt einiges, weil ich bin nämlich bei Stärke 40 gewesen und der hat ja bei mir sein fettes Schwert dann gehabt. Sein langes Ding da. Und bei dir kämpft er ja komplett anders mit einem Dexterity-Build, mit Beweglichkeit. Ah, jetzt holt er sein großes Schwert raus. Hab nichts gesagt. Au. Nächster! Weg da, weg da, weg da. Nicht, dass er das gleich irgendwie findet. Ja. Wow! Wow! Oh shit! Hilfe! Das war heim. Bei mir hat er nämlich mit dem Langschwert gekämpft und bei dir ist das nämlich kein Langschwert. Auch. Vorsicht, der Angriff ist böse. Oh ja. Au. Er ist aber noch gut unterbrochen gekriegt. Au. Au. Boah, der Griff ist auch böse, da musst du auch aufpassen. Ja, komm, den kriegen wir! Den kriegen wir! Oh oh. Dickster! Okay. Wow! Cutscene. Mute dich besser.
live. Very well, then hit. Ashen one. Okay, das war's anscheinend schon. Oh, komm. Das war ja mal ein richtig beschissenes Ende. Was ich hab. Erste Flamme binden, jo. Dann brennt er nur. Setzt sich vorm Feuer hin. Fertig. Ende. Ja, da hast du, glaube ich, das Stück der Mal einfach Ende gekriegt. Weil es gibt noch ein Ending. Da kannst du die, ich glaube, das ist dann... Da musst du auch, glaube ich, irgendwas machen, dann kannst du nämlich die, dann kommt nämlich die Feuerhüterin zu dir, wo der Bosskampf gewesen ist, dann kannst du die Feuerhüterin töten, dann machst du quasi das böse Ende. Weil du dann die Flamme löschst von der Welt quasi. Boah, hab jetzt geh ich mich erstmal aufleveln. Hab mir jetzt gerade mal das Schwert geholt vom Feuerbandschrein. Quasi das, was der Boss gehabt hat. Sieht schon geil aus. Bist du, wie viel levelst du auf? Also ich bin jetzt Level 107. 107, alles klar. Alter, ich könnte auf 109 gehen. Geh erstmal auf Vitalität. So. Jo, gut, das war's dann jetzt auch hier mit Dark Souls. Mit diesem doch recht lang andauernden, aber sehr schönen Let's Play. Auch wenn es hier und da mal ein bisschen lauter wurde und der Frust durchgeschlagen hat. Aber alles in allem, das macht halt einfach Dark Souls aus. Da kommt man an sowas nicht drum herum. Selbst die geduldigsten Spieler verzweifeln da irgendwann mal zwischendrin, irgendwo, irgendwie. Dies war es dann mit dem Let's Play von Dark Souls. Wie es denn jetzt im Endeffekt genau damit weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Ob es direkt danach weitergeht mit XCOM 2 oder mit Mass Effect. Das kommt ganz darauf an, ob zu dem Zeitpunkt, wo Dark Souls 2 beendet wurde hier, ob dann schon das DLC erschienen ist, auf das ich warte, was die Story ein bisschen erweitert. Und wenn es dann jetzt nach dem letzten Part von Dark Souls schon da ist, geht's mit XCOM weiter. Wenn nicht, dann geht's mit Mass Effect weiter. Dann wird XCOM eventuell eine noch längere Pause machen. Aber ich werde da mal gucken, wenn gerendert ist, mal sehen mit dem Terminplan, wie das dann so ist, wann der letzte Part dann quasi online kommt, und gucken immer wieder zwischendurch, ob dann schon ein Release-Termin vom DLC bekannt gegeben wurde. Nicht, dass dann das Mass Effect Let's Play anfängt und dann beim nächsten Mal quasi einen Tag später dann das DLC von XCOM erscheint. Das war's dann hiermit mit Let's Play / Let's Play Together. Von Dark Souls 3. Deine Meinung zu Dark Souls mal eben nebenbei noch. Also als Dark Souls Neueinsteiger. Also ich muss sagen, ganz am Anfang habe ich das große Kotzen bekommen, nachdem ich Dark Souls vorbestellt hatte. Weil es hieß ja, Gamepad wird wärmstens empfohlen, dringendst empfohlen. Und ich habe mich natürlich auch daran gehalten. Und ich hatte echt große Frustmomente, vor allem mit dem Tutorial-Boss. Ich bin ja fast 2 Stunden nicht vorangekommen. Bis ich mir dann gedacht habe, ach, ich scheiß jetzt mal darauf. Aufs Gamepad.
Und habe gedacht, probierst du es jetzt mal mit Tastatur und Maus? Und ich bin sehr gut damit zurechtgekommen. Und es hat mir auch, trotz dass ich alleine mal versucht habe, einen zweiten Spielstand zu beginnen, habe ich dennoch großen Spaß soweit bisher gehabt. Im Koop, also wenn man zusammenspielt, ist es recht einfach. Aber alleine, das ist echt eine harte Herausforderung. Also da beiße ich mir selber schon die Zähne fast aus. Aber ich muss sagen, das Spiel lohnt sich echt. Ja, und vielleicht irgendwann, wenn wir uns vielleicht mal Dark Souls den ersten Teil zulegen. Ich habe den ja auch nur von einem Kollegen gehabt quasi. Und dann mal gucken. Ja, das war's mit Dark Souls 3. Wir verabschieden uns. Euer Steve. Und euer Malkaff. Ciao. Bis dann. Ciao.